Wir erklären den Posaunenchor Heimsheim. Das ist Lisa. Sie ist neu nach Heimsheim gezogen. Mit ihrem Mann Ben und den Kindern Leon und Mia hat sie sich gut in der neuen Heimat eingelebt. Lisa findet toll, wie viele Vereine es hier gibt. Sie erinnert sich an ihre Trompete, die sie beim Umzug wieder entdeckt hat. Früher hatte sie oft musiziert, dann aber wegen Beruf und Familiengründung eine Pause eingelegt. Nun will Lisa gerne wieder mit anderen Musik machen. Sie hat erfahren, dass der Posaunenchor mittwochs um 20 Uhr übt. Also packt sie am nächsten Mittwoch ihre Trompete und geht ins Gemeindehaus. Dort wird Lisa herzlich empfangen. Alle freuen sich, dass ein neues Gesicht den Chor bereichert. Die ersten Töne klappen noch nicht so, wie Lisa sich das wünscht. Aber das nimmt ihr niemand übel. Keiner hier ist ein Profi, alle spielen wegen der tollen Gemeinschaft und aus Freude an der Musik. Sie spielen unterschiedliche Stücke, ein Kirchenlied, eine Filmmusik, etwas Klassisches von Beethoven. Und noch etwas gefällt Lisa, der Posaunenchor spielt seine Musik nicht einfach so. Alles Musizieren soll dem Lob Gottes dienen. Das ist Lisa wichtig. Und so beschließt sie, zukünftig hier mitzuspielen. Mit jeder Probe klappt es besser. Und so freut sich Lisa auf den ersten Auftritt in einem Gottesdienst. Auch Ben, Leon und Mia kommen. Und sie sind sehr überrascht, was Lisa in so kurzer Zeit erreicht hat und wie gut es schon klingt. Bei diesem einen Auftritt bleibt es aber nicht. Lisa macht es große Freude und sie ist auch bei anderen Einsätzen des Posaunenchors dabei. Sie spielen zweimal im Jahr im Heimsheimer Altenheim, ebenso im Krankenhaus in Leonberg. Natürlich sind sie im Weihnachtsgottesdienst im Einsatz, an Ostern und bei Open-Air-Gottesdiensten. Einmal im Jahr spielen sie mit den 16 anderen Chören der Nachbargemeinden. Und beim Landesposaunentag in Ulm sogar mit über 6000 Musikern aus ganz vielen Posaunenchören. Ganz besonders gefällt Lisa, Ben, Leon und Mia auch, was der Chor sonst noch macht, das Schmücken des Weihnachtsbaumes in der Kirche, das Sommerfest und die Wochenendfreizeit mit dem tollen Spieleabend. Mia war sogar im Gewinnerteam. Mit auf der Freizeit war auch der Chor aus Schöndorf in Thüringen. Die beiden Chöre pflegen seit über 50 Jahren eine tolle Freundschaft. Leon möchte nun auch ein Instrument lernen und in der nächsten Jungbläsergruppe startet er mit der Posaune. Lisa merkt, sie sind richtig in Heimsheim angekommen, auch dank ihres Posaunenchors. Kommst du auch?